Ja, heute gibt es mal wieder Laserexperimente mit einem Hochleistungslaser. Diesmal wird es vor allem um Fluoreszenz gehen, weil der Laser eine spezifische Wellenlänge aussendet. Also wirklich absolut monochromatisches Licht. Dafür ist es wichtig, dass ich zeigen kann, was ich durch die Laserschutzbrille durchsehe. Hier jetzt einfach mal eine blaue Leuchtdiode. Durch die Laserschutzbrille durch wird das blaue Licht, die Wellenlänge, für die die Brille geeignet ist, ziemlich vollständig absorbiert, aber da ist selbst ein Fluoreszenzstoff drin, der dann in einer komplett anderen Farbe zum Leuchten anfängt, in diesem Fall eben orange. Ich habe nur eine Laserschutzbrille, aber eine Kunststoffplatte, die habe ich vor Ewigkeiten mal irgendwo in einem Paket mitbekommen, wo so Elektronikkram dabei war. Die hat genau die gleichen Effekte. Also ist auch ein Schutzfilter, Lichtschutzfilter für die entsprechende Wellenlänge. Ja, das kann ich glücklicherweise vor die Kamera spannen und werde drum zeigen können, einmal was man in echt sieht, wobei das durch die starke Übersteuerung, optische Übersteuerung nicht so gut durchkommt, und dann natürlich, was ich durch die Schutzbrille durchsehe. Als erstes erkläre ich mal, was Fluoreszenz eigentlich ist. Die Farbe vom Licht hängt von der Wellenlänge ab. Je höher die Wellenlänge, desto niedriger ist die Frequenz. Und rotes Licht hat im sichtbaren Bereich die niedrigste Frequenz und demnach die höchste Wellenlänge. Blaues Licht die höchste Frequenz und damit niedrigste Wellenlänge. Nach Blau, also was noch eine höhere Frequenz hat, kommt dann das ultraviolette Licht. Das als Licht zu bezeichnen, ist genau genommen falsch, weil es ist unsichtbar. Das menschliche Auge kann es nicht wahrnehmen, aber Fluoreszenzstoffe sind in der Lage, auftreffende Photonen, also Lichtteilchen, ein bisschen Energie wegzunehmen. Und die Energie von einem einzelnen Photon, die bestimmt die Frequenz und Wellenlänge. Das heißt, man kann mit Fluoreszenzstoffen nur Farben erzeugen, die eine niedrigere Frequenz haben als das Licht, was ursprünglich da war. Man kann also nicht jetzt da was rot anleuchten und das wird blau. Da würde man Energie aus dem Nichts holen und das geht nicht. Das ist aber in die andere Richtung funktioniert, dass man einfach ein bisschen Energie wegnehmen kann. Das nutzen viele Gegenstände, zum Beispiel Warnwesten, die möglichst helles Gelb oder Orange darstellen sollen. Die wandeln möglichst alle anderen Farben, also in dem Fall blau und teilweise ultraviolett, in dieses Gelb um. Oder in Hochdruckentladungslampen, diese Quecksilberdampflampen, das ist jetzt eine 80 Watt HQL. Die sendet theoretisch ein grünliches Licht aus, aber da ist ein enormer UV-Anteil dabei. Die Innenseite vom Außenkolben, von dem Glaskolben, ist mit einem Leuchtstoff beschichtet. Leuchtstoff ist einfach ein Fluoreszenzstoff und der wandelt das Ultraviolett zum Teil in, ja, einen Rotanteil um, weil man dadurch ein relativ brauchbares Weiß zusammenbekommt. Gut, fange ich mal mit den Laserexperimenten an. Laser läuft. Jetzt habe ich hier einfach ein Blatt Papier. Blatt Papier fluoresziert minimal, wenn es mit ultraviolettem Licht beleuchtet wird. Im Blauen ist der Effekt eigentlich nicht feststellbar. Was man jetzt hier weiß sieht, ist einfach das Übersteuern, weil die Kamera dieses helle Licht nicht mehr quasi verarbeiten kann. Das ist einfach übersteuert. Man sieht aber an der Reflexion unten auf der Arbeitsplatte sehr schön, dass das einfach blau ist. Ganz anders schaut das aus. Hier habe ich ein Stück von so einer Warnweste. Wenn ich das reinhalte, das wird grünlich.
das monochromatische Licht, also das einfärbige, absolut einfärbige Licht vom Laser, kommt zwar auch noch durch, aber es regt einen Teil von den Fluoreszenzstoffen eben an, die damit gelb leuchten. Also überlagert ergibt dieses grünlich-blau. Das wird danach mit der Folie noch spannend. Besonders stark ist das Ganze bei LEDs. Weiße LEDs sind eigentlich nur blaue LEDs mit einer Schicht, mit einer Leuchtstoffschicht drüber, die die restlichen Farben erzeugt. Man müsste sonst RGB-LEDs machen und das wird eine Menge Probleme verursachen. Erstens wäre die Farbwiedergabe ziemlich schlecht, weil man nur drei Farbpeaks hätte. Und da müsste man drei unterschiedliche LEDs in jedem LED einbauen, die dann unterschiedliche Spannungen brauchen. Also es wäre ziemlich kompliziert. Deswegen einfach blaue LEDs mit einer Leuchtstoffschicht drüber. Wenn ich die Leuchtstoffschicht, die ist natürlich speziell darauf ausgelegt, blaues Licht umzuwandeln, das wird fast weiß. Also das reflektierte Licht, wenn ich es wieder mal treffen würde, ist fast weiß. Das funktioniert natürlich auch mit allen anderen weißen LEDs. Das ist zwar teilweise ziemlich schwer zu zielen. Hier sieht man es jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ich kann es ohne, also durch die Laserschutzbrille schlecht beurteilen. Es wird wahrscheinlich ein Eck heller, aber es ist einfach übersteuerndes Weiß. Deswegen spanne ich mal die Lichtschutzplatte vor die Kamera und zeige das Ganze dann nochmal. So, jetzt ist durch diese Farbfilterplatte alles rot. Schalte ich den Laser ein. Und man sieht fast nichts, bis auf den Punkt, der dort am Schraubstock ist. Wenn ich jetzt das Blatt Papier reinhalte, wenn ich den Laser überhaupt finde, sieht man, ja, es leuchtet, aber nicht besonders stark. Das Papier hat zwar Fluoreszenzeigenschaften, aber die funktionieren eigentlich nur bei ultraviolettem Licht, bei blauem Licht sind sie fast nicht feststellbar. Hingegen, wenn ich jetzt ein Stück von dieser Warnweste reinhalte, das fängt hier schon in der Nähe an zu leuchten, der Laser ist nicht absolut gebündelt. Und wenn ich es reinhalte, das ist richtig grell. Es leuchtet richtig. Noch extremer ist das Ganze natürlich beim LED. Das ist hier direkt drauf ausgelegt. Das wird hier schon ziemlich hell. Und da, es leuchtet. Wenn ich das Ganze mit einem gelben LED mache, da ist zwar gelber Farbstoff drauf, aber keine Fluoreszenzstoffe. Wozu auch? Das Einzige, was hier passiert, ist, dass die Leuchtdiode warm wird. Es leuchtet auch minimal, blau logischerweise. Und es wird ziemlich heiß, weil es das ganze blaue Licht absorbiert, aber es ändert die Farbe nicht. Wirklich ziemlich warm geworden. Das gleiche ist natürlich auch, wenn ich ein blaues Licht mache. Blaues LED, wozu soll das Fluoreszenzfarbstoffe drin haben? Das soll ja sowieso blau leuchten. Auch das reflektiert natürlich blau, aber ändert nichts an der Farbe. Hingegen jetzt die weiße Leuchtdiode, da sieht man wieder, das leuchtet richtig stark. Schaut aus, als würde es LED leuchten. In Wahrheit wird einfach nur angestrahlt. Hier kann man es jetzt sehr schlecht auch mit der Quecksilberdampflampe sehen. Diese soll wieder auf UV-Licht reagieren
und das sichtbare Licht möglichst unverändert durchlassen. Aber ein bisschen von dem Blauanteil wird auch hier umgewandelt. Man sieht nur, dass es minimal heller ist als das Papier im Vergleich. Kein großer Unterschied. Waschpulver haben wir auch, damit die Wäsche möglichst weiß erscheint. Fluoreszenzstoffe drin, die ultraviolettes Licht, was ja in der, im Farbspektrum der Sonne enthalten ist, zum Teil in weißes Licht umwandeln. Auch hier funktioniert es wieder mit Blauem. Entweder gar nicht, wie hier, oder ziemlich schlecht, wie hier. Man sieht einen Unterschied, aber keinen besonders starken. Wirklich beeindruckend ist es nur eben bei Farbstoffen, die auf blaues Licht ausgelegt sind, wie eben LED. Okay, ich hoffe, die Experimente waren spannend. Wer Ideen hat, was man noch verwenden könnte, also was man im Haushalt findet, was sehr starke Fluoreszenzeigenschaften hat, womit man diese Experimente sehr eindrucksvoll nachmachen könnte, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Wer die Experimente zu Hause nachmachen will, der kann einfach blaue LEDs nehmen. Es funktioniert natürlich nicht so gut wie mit dem Laser, aber dafür braucht man weder einen starken Laser noch eine Laserschutzbrille und kann das mit relativ einfachen Mitteln zu Hause nachmachen, einfach im Dunkeln. Gut, dann wie gesagt, ich hoffe, das war spannend. Bedanke mich fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.